Neuere Untersuchungen des Brandverhaltens zeigen deutlich. Herzlich willkommen zum fünften Teil. Vor- und Nachteile Blei- oder Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator. Speistige Reste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Ich hoffe, ihr habt euch die anderen Teile schon angeguckt, weil ein bisschen baut es darauf auf. Nicht ganz so viel, ihr könnt trotzdem dranbleiben auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall spannend. Ich hatte ja das Video, ich nenne das jetzt mal mein RDL-Video, ihr wisst Bescheid. Hatte ich ja jetzt schon noch in den anderen Teilen mehrfach verlinkt. Also das ist wirklich ein wichtiges Video, sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Und wenn wir da mal auf Minute 11 gehen, habe ich dazu mal eine Tabelle eingeblendet. Die Tabelle habe ich noch mal rausgesucht und wir reden jetzt noch mal darüber, um so ein bisschen den Vergleich machen zu können, weil hier ist ja bei Besonderheiten, das hält sich ja schon ein bisschen in Grenzen. Ich bin schon ein bisschen drauf eingegangen in den anderen Themen, deswegen habe ich gesagt, guck bitte die anderen noch an. Wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch. Das Hauptargument, ob Bleiakkumulator oder Lithium allgemein, gibt es nur noch, meiner Meinung nach, das Gewicht. Ne? Bei einer mobilen Anwendung, sei da natürlich mit Lithium-Geschichten, sage ich mal, wegen der Energiedichte und Gewicht und blablabla, einfach besser. Ne? Darüber brauchen wir nicht reden. Mir geht es hier um stationäre Akkus und allgemein um die Propaganda, die hier gemacht wurde und gemacht wird und dann hoffentlich bald nicht mehr gemacht wird. Also unser Bleiakkumulator hat keinerlei Besonderheiten, das habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt, dass ein Bleiakkumulator, wie seht ihr, der geht bei minus 10, minus 20 Grad, könnt ihr den laden. Bei den meisten Lithium geht das nicht, außer Lithium, also LTO, Titanat-Akkumulator hier, LTO, da geht das. Ansonsten habt ihr überall schon mal das Problem, dass es bei der Kälte eben nicht zu laden ist. Der nächste Totschlagargument, gerade für die Lithium-Eisenphosphat-Freunde, dass eben ein Lithium-Ionen-Akku nicht brennt, Bleibatterien, ja, da kommt ja Säure rausgesprudelt und bliblablub. Ja, und damals war das Argument, dass Lithium-Eisenphosphat eben nicht brennen können. Neuere Untersuchungen des Brandverhaltens zeigen deutlich die außer Kontrolle geratene Brandausbreitung innerhalb des Zellkörpers mit offener Flamme. Ne? Es gab mittlerweile auch, so hier zum Beispiel haben wir ein kleines Beispiel, hat auch Markus, liebe Grüße an der Stelle, ein Video gemacht, wo eben ein Lithium-Eisenphosphat-Akku das hier angerichtet hat, was ihr jetzt hier im Hintergrund seht. Natürlich will das keiner hören und keiner sehen, ne? Aber ich hatte dann auch nochmal von der GWL hier ein Video, Dangerous Safeties of Batterien. Und hier wurde damals Lithium-Eisenphosphat auch noch als absolut sicher angepriesen. Ist ja auch so weit, oder, naja, es kommt halt nur darauf an, was man für Zellen hat, wenn man jetzt aus China billige holt und so. Also hier denke ich mal, die haben schon hochwertigere Zellen genommen, wo eben die Gefahr wesentlich geringer ist. Ne? Also Vorsicht mit dem China-Zeug, gerade in solchen Sachen. Aber hier seht ihr, hier wird es noch als safe angeschrieben und hier neuere Untersuchungen zeigen, ne? Also die Technik ist halt noch nicht so alt, ne? Und also ja gut, die ist schon ein paar Jahre schon alt, aber wenn noch immer neuere Erkenntnisse rauskommen und Häuser explodieren und so, ja, dann ist anscheinend doch noch nicht alles so 100% erforscht und sicher und hast du nicht gesehen, ne? Also Thema Sicherheit, beziehungsweise auch bei der GWL Group, seht ihr das dann auch, dass ihr jetzt, na, jemand hat aus Spaß geschrieben, ich hatte geschrieben, ihr stirbt ja nicht am Feuer, ihr stirbt ja an der Rauchvergiftung, schreibt ihr noch einen Kommentar, ja, das ist ja bei jedem Feuer so, Junge, Junge, Junge. Mann, mit Feuer meinte ich, die Lithium-Eisenphosphat, die brennen nicht, ja, das ist richtig, aber die Rauchentwicklung ist extrem. Guckt euch, wie gesagt, bitte mal dieses Video hier an, wie gesagt, Suchbegriff GWL. Akku. Einfach in der Suche kommt das hier. Dann seht ihr mal, dass, nehmen wir mal an, wenn ihr in dem Raum schlaft, wo dieser Akku ist, ihr dann tot seid. Ne? Da brennt es nicht, aber ihr sterbt an den Rauchgasen ohne Brand. Also hat nicht mit Brand zu tun. Habt ihr wieder komplett falsch, hat er komplett falsch verstanden. Unfassbar. So, und damit ist eben dieser Punkt hier eigensicher. Kannst du vergessen, meiner, ne? Weil, was ist denn da sicher dran, wenn du an der Rauchgaskiste stirbst? Okay, es hat nicht gebrannt, die Feuerwehr braucht nicht kommen, ne? Aber der Leichenwagen, ne? Und das ist bei Blei meines Wissens, also ich wüsste keinen Fall, wo ein Akku kaputt gegangen ist. Es gibt Bleiakkus, die auch explodieren, gibt's auch. Ja, da habt ihr eine riesen Sauerei, aber das war's im Endeffekt, ne? Also ich, zum Beispiel der Astra hatte einen, der hochgegangen ist,
das hat ordentlich Schaden gemacht und so. Aber das kannst du nicht mit so einem Ding vergleichen, weil ja die Energiedichte bei dem Lithium-Eisenphosphat viel höher ist auf den kleineren Raum. Ne? Das ist ja eben auch der Vorteil von den Akkus. Das ist eben auch ein Nachteil, wenn er hochgeht. Ne? Und bei dem Bleiakkumulator, wir sind schon selber so viele hochgegangen. Ja, es riecht, glaube ich, was ist denn das? Schwefelsäure, glaube ich, ne? Die sind nach faulen Eier. So schweflige Säure, ich bin Chemie, eine Pfeife, Jungs. Ne? Und haut's mal in die Kommentare, berichte ich mich mal, ich glaube, das war falsch. Das bei dem Bleiakku kann natürlich schon eben auch Knallgas entstehen, auf jeden Fall Wasserstoff. Und das ist aber noch ungefährlich, weil man sollte ja eine Absaugung haben, blablabla, oder einen gewissen Rahmen haben, dass es eben kein Problem ist. Besser ist immer eine Absaugung, extra Raum oder so mit einem Fenster und eine Absaugung und ab der Ruhe, da könnt ihr das Thema abhaken. Aber da wird nicht extreme Qualm entstehen oder etc. Also mir sind auch schon einige hochgegangen. Ja, die sterben dann die meisten einen leisen Tod. Manche, ja, könnten explodieren, wenn man vor allem wieder damit funken oder so, sollte man überhaupt nicht damit rumfummeln. Dann kann das schon passieren, das ist mir selber auch schon passiert. Ne? Da waren dann die Nippel von der Batterie in der Decke drin. Passiert. Ne? Aber das ist lange nicht so gefährlich. Ne? Es ist auch immer vorgeschrieben, wenn ihr an dem Zeug rum mit Schutzbrille seht, die Säure geht auf eure Klamotten gut, die könnt ihr wegwerfen. Das frisst sich immer weiter durch, aber mehr passiert da nicht. Ne? Ein gefliester Raum wäre natürlich schon Vorteil für solche Akkus. Und dann kann theoretisch nichts passieren. Also ich wüsste nicht was, ne? Wenn es nach faulen Eier riecht, das riecht ihr ruckzuck, dann wisst ihr, okay, mein Akku ist im Arsch, könnte ich geben. Ne? Aber und bei so einem Lithium-Eisenphosphat, das ist schon problematisch. Ne? Also wir reden ja hier nicht davon, dass da mal eine kleine Rauchwolke rauskommt, wenn die hochgehen, das seht ihr auch in dem Video von der GWL Group, sondern dass da wirklich extreme Rauchentwicklung ist. Das heißt, auch wenn du Nebenzimmer bist und über Nacht pennst, kann es sein, dass du da dran krachen gehst. Also eigensicher, absolute Frechheit. Ne? Also der Bleiakkumulator ist sicher. Da, der haut hin. Also meiner Meinung nach, ich habe noch keine Probleme damit gehabt. Denkt mal an die ganzen E-Bikes oder was weiß ich, auch noch die abgebrannt sind. Jetzt mal Lithium-Ionen. Ne? Da redet auch keiner drüber. Warte mal, ist das hier? Da haben wir hier den Lithium-Kobalt, schnellladefähig, Lithium-Polymer, praktisch, beliebige Bauform möglich. Ja, was ist hier mit extremer Brandgefahr? Ne? Hier ist halt, hier müsste halt extreme Rauchgefahr dastehen. Ne? Und hier extreme Brandgefahr, steht nichts da. Weil sonst müssten sie ja beim Bleiakku hinschreiben, dass er extrem sicher ist, im Gegensatz zu den anderen ganzen Wahnsinn. Ne? Gut, also Thema Sicherheit gewinnt der Bleiakku auf jeden Fall. Ne? Beim Lithium-Titanat, also LTO, da kann man sich vielleicht noch streiten. Aber selbst wenn der hochgeht, sollte doch mal irgendwas sein. Man weiß es ja nicht, Überdruck oder eigentlich sind die Dinger sicher. Aber es ist halt eine immense Energiequelle auf den kleinen Raum. Ne? Ich will nicht schlecht machen, um Gottes Willen, aber man weiß ich nicht, ob das überhaupt bedacht wurde. Weil wir kriegen immer nur die super Herstellerangaben, die Werbeprospektangaben sind, wie im VW-Abgasskandal. So, hochstromfähig, ja, wie gesagt, also ich mache das Spiel hier nicht mehr mit den Geschichten. Hier werden Apple mit Birnen verglichen. Eigensicherer Akku gegen einen Akku, der wirklich sicher ist. So, was ist hochstromfähig? 1C? Ja, guckt mal, was so ein Gabelstapler-Akku kann, Leute. Da ist mit 1C... Also der wahrscheinlich nicht auf Dauer, aber dennoch habt ihr eine Akkutechnik, die billiger aus und einfach sicherer auch ist. Ne? Und vor allen Dingen 100 Jahre alte Technik. Und wenn ihr euch mit den REMF und so das alles bekanntes Wissen über die Akkus, bei den meisten Lithium-Eisenphosphat, die sind ziemlich neu, da gibt es keine richtigen BMS-Abschalter, ne? Da müsst ihr dann extern die Dinger laden und sich ein Hirn ficken, weil die Wechselrichter nicht dafür sind, ja, weil es Schrott ist und nicht dafür gedacht ist. Ne? Hochstromfähig. Holt euch einen guten Stablager, der kann das auch. Oder was auch ein großes Thema ist, die AGM, was ich euch in Teil 3 Kosten drin hatte, gibt AGM, die schwarzen, die ich zum Beispiel mal hatte, die können 1200 Ampere 10 Minuten oder so und dann sind die Dinger leer. Ne, und die können so liefern, steht im Datenblatt, alles kein Problem. Schnellladefähig, das hatte ich im letzten Video auch schon angesprochen. Ja, ihr sollt die Schnellladefunktion nutzen, damit euer Akku eben schneller kaputt geht. Um genau zu sein, sind es ungefähr 50%, was ihr weniger Zyklen habt, wenn ihr schnell laden tut. In vielen Datenblättern steht es auch drin. Im Kleingedruckten dann eben, dass wenn ihr schnell laden tut, dass eben eure gesamte Garantie auch vom Akku weg ist oder so. Beim Handy könnt ihr eben auf Energiesparladen, nicht schnell laden stellen, dann habt ihr wesentlich mehr Zyklen, egal ob es Lithium-Polymer, das spielt überhaupt keine Rolle, ist bei jedem Akku so. Ne, also dieses Argument, schnell ladefähig,
ist im Endeffekt das Gegenteil, weil ihr nur noch die Hälfte der Zyklen habt. Möglich ist es, ja, aber das kostet euch einen neuen Akku im Zweifel, ne? Damit ihr auf die Kapazität kommt, die im Datenblatt steht, was ihr denkt, was die Akkus können. Das könnt ihr aber nicht mit EMC, nur mit einem halben C. Ne? Dafür guckt euch bitte die vorhergehenden Teile nochmal an. Ja, preislich hat man jetzt auch schon, dass eben eine Bleibatterie ist einfach billiger. Die ist einfach umweltfreundlicher. Ich habe es in den anderen Teilen jetzt auch schon mehrfach gezeigt, dass eine Bleibatterie eben 100% recycelbar ist. Hier die Wiederverwertung. Dabei aber bitte darauf achten, dass ihr Bleiakkumulator bei Wikipedia eingibt und nicht Starterbatterie. Das ist ein bisschen durcheinander. So, und beim Lithium-Eisenphosphat, wenn wir jetzt mal gucken, ich habe jetzt Herstellung, Anwendung, Einflüsse, Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit. Ich habe es aber auf einer anderen Seite gelesen, da stand 90%, das habt ihr in den vorgehenden Teilen auch drin, ne? Also 90% recycelfähig, also ist die Besonderheit, dass eben ein Akku, ein Bleiakkumulator 100% recycelbar ist, interessiert hier niemand mehr. Das muss aus Propagandazwecken weg, ne? Und wir hauen den Scheiß einfach in Waldes Lithium oder was auch immer, ne? Ja, ich denke, das waren jetzt ein paar Punkte. Wie gesagt, das große ganze Bild ergibt sich, wenn ihr euch die 6 Teile anguckt oder die 5. 6 ist dann die Fragen. Und da bitte ich euch auch hier an dem Teil wieder, haut eure Fragen, Kommentare, Anregungen, Kritik. Haut alles rein, wenn ich was falsch gesagt habe oder was Wesentliches vergessen habe, haut es bitte noch in die Kommentare. Dafür ist dann Teil 6 gedacht. Da gehe ich nochmal auf alle eure Fragen ein, auf alle Kommentare, auf alles, was ich eventuell falsch gesagt habe. Eventuell ja, wird korrigiert, verbessert, hinzugefügt etc. Ne? In diesem Sinne, lasst knacken und lasst euch nicht verarschen und verarscht euch nicht selber. Tschüssi!